So, also wunderschöne herzlich willkommen zurück zu einem neuen kleinen Special. Du mal wieder. Und zwar eine Map, die wir schon vor einer Weile gespielt haben. Mal kurz gucken, ob ich noch die Internetseite dazu finde. So, wo ist denn hier Workspace? Nein. Da. Diablos X. Also die Map selber heißt Dex, D-E-X. D-E-X. Und genau das, wenn wir jetzt mal spielen, das ist was anderes, das ist ein Doom-Port, keine Ahnung. Ja, genau. Da haben wir schon vor einer Weile, vor 4 Jahren, glaube ich, so ziemlich genau, vor 4 Jahren schon mal gespielt, auf meinem alten Setup. Und wir werden das jetzt Ganze nochmal spielen. Was? Wir werden das Ganze jetzt nochmal spielen. In 4K. Baby. So. New Game. Wir machen... Achso, man sieht mal... Ja, ist ja. Meine Kamera. Naja, gut. Wir machen auf jeden Fall Tactical. Hell on Earth, ja. Und ich würde tatsächlich... das machen? Ist das dumm? Das ist doch bestimmt dumm. Realism Tactical Mode. Oh, ich weiß nicht, wie schwer die Map war. Ich kann mich sowieso kaum noch an der Map erinnern, weil allgemein ist lange her. So. Aber warum hat der jetzt... Hä? Momentchen mal. Erstmal kurz speichern hier. Dex Realism Tactical. Warum hat das gerade das Bild nicht mehr? Er hat es doch gerade noch gehabt. Nein. Das ist das Falsche. So. Wann hat er denn das Bild gerade verloren? Da muss man jetzt kurz gucken. Ah, lol, in dem Moment, wo er das Level hat OBS das Bild verloren. Nett. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie schwer das hier wird. Wir haben schon vor Ewigkeit mal gespielt, aber da hatten wir es ja Vanilla gespielt, also ohne Brutal Doom, glaube. Weiß ich gar nicht mehr. Vor allen Dingen, ich kann mich halt an nichts mehr erinnern. So, hier war doch ein Knopf. An dem Tisch war doch ein Knopf irgendwo, oder nicht? Ne. Tötet mich die Dinger? Nee, ne? Ich schreibe mal durch. Ah! Das waren bloß die Fallen-Dinger. Töte mich nicht! Klappe. Okay. Direkt nur noch die Hälfte an Leben. Sehr geil, fängt gut an. Ich glaube, wir lassen Tactical Mode. War keine gute Idee. Warum ist die Schrift so klein? Wrong Credentials. Aha. Falsches Passwort. Oh. Haben wir noch keine Schrotflinte? Nee. Yay. Ah. Ein kleiner Schleichweg. Ach ja, hier gab es die Doppelläufige. Aber ich weiß nicht, ob wir die Doppelläufige benutzen wollen. Japanische Schriftzeichen. Ich finde es so schön, dass in solchen, in so Sci-Fi-Games immer Japanisch genutzt wird, neben anderen Sachen. Also meistens ist es halt so wie bei hier Cyberpunk 20,
47, 74, wie war das Spiel? Ich keine Ahnung. War ja auch Europa und Japanisch. Und amerikanisch. Finde ich immer schön. Vor allem die ganzen Animationen hier, guckt euch das an. Das ist so unglaublich gut. Allein auch diese Melodie im Hintergrund die ganze Zeit, dieses ganze Geklimper. Ich hoffe nur, dass es nicht Copyright geschützt. Das wird ein Spaß, wenn ja. Ja, sehr nice. So, hier ging es nicht raus. Ach ja, hier war der offensichtliche Fahrstuhl, der uns rausführt. Sonst gibt es hier nichts, ne? Hier kommt man leider auch nicht raus. Ich würde so gerne auf dieser Straße einfach mal langlaufen. Ah, schon alles her. Gut, ich meine, gut, die Texturen da hinten, die sehen halt nur vom Weiten gut aus. aber ja. So. Ja. Ach komm, ganz ehrlich, dich lasse ich mal hier. Ich brauche mal eine richtige Schrotflinte. Oh, guck mal, hier fließen Daten. DSGVO-konform. Let's go. Ich speichere mal. Nochmal. Und da geht's hoch. Just in case. Oder. Warum ist die Schrift so klein? Oh. Hast du es gerade. Die hat uns gerade die Tür einfach weggeschubst. Schweinerei. Oh, hier ist noch ein Eingang. Okay. Ah, Dress. Ja, Schrotflinte. Oh, ich hab sogar meine. Alter, warum? Die Minigun muss doch erstmal anlaufen. Warum? Digga, der hat uns. Wir haben 18% Leben. Ich dachte, ich kann den Typen ordentlich über den Haufen schießen, weil seine Minigun erst noch anlaufen muss, aber. Alter, ich muss öfters Doom spielen. Das ist ja richtig Bullshit. Da ist ein Taster. Okay, jetzt wieder da, wo wir gerade waren. Okay, ja, verstehe. Leute, wir haben 18% Leben. Was zur Hölle. Das ist ja nicht so geil. Ja, das ist die beste Stelle überhaupt. Das ist die beste Stelle überhaupt. Das hat so Half-Life-Vibes, dieser riesige schwarze Turm. Wenn du da einfach mal draufstehen würdest und du so runtergucken würdest. So auf die Nightlife. Vor allem auch hier mit diesem riesigen Kopf da. Mit dem Typen, der spricht, wenn du bei Half-Life 2 direkt bei dem Bahnhof einfährst. Welcome to City 17, oder wie es heißt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und ich mag diese gesamte. Okay. Ich mag diese gesamte Atmosphäre sehr, sehr gern. Finde ich sehr klasse. Da geht's wieder raus. Okay. Und Backpack! Uhu. Da nix. Okay. Ja, wie gesagt, das ist so meine Favorite-Stelle im gesamten Game. Einfach dieser Ausblick. Unglaublich cool. Unglaublich schön gemacht. So, dann kommen wir, glaube ich, zum ersten Monsterraum. Die Tür konnte man doch wieder zumachen, ne? Ja. Okay, dann verarschen wir mal kurz den Monster. Kommen sie raus? I hope not. Okay. Ich höre einen Fahrstuhl. Warum höre ich einen Fahrstuhl?
Mann, hier raucht ja ganz schön. Ich dachte, das ist Rauchen verboten. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, warte mal kurz. Ja, siehst du, wenn wir schießen, dann muss ich dafür immer erstmal anlaufen. Das ist bescheuert. Da hat wohl der Typ da, der Shane Gunner vorhin ganz schön gescheatet. Dass er direkt losschießen konnte, noch während er am Sterben war. So, hier ist noch ein Geheimweg, okay. Oh, noch ein Backpack. Und wieder Wong Credentials. Okay. Will ich hier rausgehen? Ah, okay, das ist der Raum, wo wir gerade drin waren. Da sind wir gerade durch. Okay. Ach, das hast du mir da, genau, das war jede Falle, dass dann die Tür aufgeht. Wollen wir sie auslösen? Let's go, I guess. Oh. Mancubus. Dankeschön. Ein paar ordentliche Waffen hier, let's go. So, dann einmal das mitnehmen. Hier ist ein Fahrstuhl, wo wir eine blaue Karte brauchen. Da unten geht die Party ab. Oh, Alter, auf das. Da weiß ich nicht, ob wir das mit Realism Tactical Mode schaffen. Oh, da ist ein. Da. Alter, wie war meine Maus überhaupt? Hä? Warte, man sieht sie ganz leicht. Da ist ein gelber Skull. Okay. Also nicht nur Keycards. Das wird doch schon mal sehr spannend. Oh. Hier brauchen wir auch was Blaues. Genau, blaue Keycard. Hier geht's auch nicht rein, weil blau, I guess. Hier ist ganz schön dunkel. Oh. Hello. Hello there. Oh, come on. Wie wär's mit heute nicht? Hey. Oh, come on. Digga, schon wie? Das ist voll unfair. Vor allen Dingen, er stirbt nicht nur, während er direkt losfeuern kann, sondern er zieht aber noch direkt in unsere Richtung. Was ist das für ein Bullshit? Doch völlig fucked up. 30% leben nur noch again. Das ist doch richtig bescheuert. Oh, hier ist ein bisschen heller. Danke. Drecks Minigunner hier, ey. Oh. Schön die Weile weg. Schön die Beine wegschießen. Let's go. Ah, die blaue Tür. Ach, dieses Büro. Ja, das. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Glaubst du, weil du die Keycard berührst, geht der Schrank da auf. Aber ich weiß nicht mehr, was dahinter ist für Monster. Bestimmt 8 Chain Gunner oder irgendwie sowas. Kann ich da ran? One Credentials. Deine. Cool. Okay. Zum Glück nur Imps. Der PC brennt. Ist bestimmt verbunden gewesen mit Firewire. Okay. Gut. So, dann war das auch schon mal.
Dann haben wir jetzt wieder eine Keycard. Cool, kommen wir jetzt hier durch. Oder auch nicht. Aber das gelbe Symbol hier ist weg. Da war doch so eine gelbe Schrift oder irgendwie sowas. Aber wir können immer noch nicht durch. Bescheuert oder was? Bist du deppert oder was? Dann probieren wir es mal von der anderen Seite. Ach guck mal, von hier ist noch die Schrift. Lol. Ah gut, okay, kommt man hier also wirklich nicht durch. Wir haben jetzt die blaue Keycard, ne? Ach so, ja, übrigens. Ja, die Keycards werden hier nicht angezeigt, weil, also unten rechts. Oh, dass der Mauszeiger so klein ist. Ja, da unten rechts, da bei den Keys, werden die Karten leider nicht angezeigt. Wir müssen es also selber im Kopf merken, welche Karten wir noch haben, schon haben. So, aber wir können jetzt mit der blauen Karte hier runter, ne? Ja. Die Frage, wollen wir das? Da unten sieht es sehr ungemütlich aus. Würde ich mal sagen. Ich probiere es einfach mal. Ich speichere mal. Und dann, Oha, ich habe Angst. Na gut, ich meine, ich habe gespeichert. Okay, die scheinen uns alle nicht zu bemerken. Sind die alle? Ja, okay, die sind alle von uns weggedreht. Problem ist halt, sobald wir einen erschießen, sobald wir ihn erschießen, richten die bei ihre Waffen auf uns. Das ist auch noch scheiße. Revenant. Was nehmen wir denn am dümmsten? Ist auch nicht so geil. Die könnte man nehmen, aber die macht dauerhaft Krach. Ich glaube, wir nehmen die. Mit der komme ich am besten klar. Aber die drei. Oh, verdammt. Wer schießt denn da? Okay, die beiden. Die beiden Revenants sind schon mal weg. Die beiden Kakodemon. Jetzt kommen die Revenants. Oh, ein Schuss reicht. Wow. ...37% Leben, das ist nicht viel. Oh. Kein Auto nachladen hier. Ey, echt, ein Schuss reicht, wow. So. Ich höre hier noch einen Imp oder so. Ah, da sind sogar noch mehrere Imps. Da war noch einer. So, hinter uns ist frei. Oder auch nicht, ich höre noch einen. Hä? Gott, so viele Sachen, wo man auf Kindern achten muss. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. Kann man das nicht einstellen, ob man nachladen möchte oder nicht? Irgendwo gab es doch diese Brudel-Doom-Options. Michelin Options. Ne, sehe ich erstmal keine. Ah, das ist auch ein Fahrstuhl. Okay, ich glaube, wir haben ja alle. Alle besiegt. Ein bisschen Leben, tut immer gut. So, erstmal hier schön Parkour. Dankeschön. Apropos Parkour, wir müssen irgendwie noch hinten raufkommen. Für den gelben Skull. Zum Beispiel hier und dann hier. Haha. Nice. Warum ist hier eine Leuchtschrift in der Mauer drin? Das wirkt doch überhaupt nicht. Ja. Vor allem, wie geil das einfach aussieht. Ja, zum einen hast du hier halt dieses Hochhaus, ne? Dieses normale Hochhaus, sag ich jetzt mal.
wo du hier Teil von dem Landeflugplatz für den Hubschrauber bist. Aber auf der anderen Seite ist das Ganze gerade mal die Spitze von diesem riesigen Turm. Da unten ist die Stadt. Digga, wie hoch wir sein müssen. Da unten ist noch ein Vorsprung. Das ist so abgefuckt. Das ist so krank einfach. Da, das ist echt fucked up, man. Aber mehrere Vorsprünge. Ist das geil. Das ist so gut einfach. I like that. So, wir können jetzt zum einen hier mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Auf der anderen Seite ist aber hier auch noch ein Fahrstuhl. Ich glaube, wir nehmen den, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Von daher, bis dann.